Ja, hi, YouTube-Community. Ich bin's mal wieder, Michael. Tja, ich habe mich jetzt lange nicht gemeldet. Schon wieder ein paar Wochen ins Land gegangen. Ich habe viel gearbeitet, viel Überstunden gemacht hier in Norwegen. Und ja, so ist der Sommer eigentlich wie im Flug vergangen. Jetzt spielt das Wetter auch einigermaßen mit. Es ist nahezu windstill und mal kein Regen. Also ja, es ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um sich mal wieder ein Pfeifchen anzustecken. Heute rauche ich meine Erik Nörding. Das ist wirklich eine schöne Pfeife. Tolles Finish. Mir auf Anhieb gefallen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber die ist schon eine meiner Lieblinge zurzeit geworden. Ich weiß nicht, wie ihr es jetzt seht. Ich kann es leider nicht kontrollieren, aber ich denke einfach mal so zum Drüberhalten. Der. So, ja, und ich rauche Orly Golden Sliced. Wurde mir von meinen lieben Eltern aus Deutschland mitgebracht. Neben anderen Sachen, also es war noch dabei Three Nuns, den ich hin und wieder immer gerne rauche. Dann den Red Race Halo the Wind. Nightcap war mit dabei in dem Mitbringseln von meinen Eltern. Ja, die ist hier 9 mm gefiltert. Die rauche ich jetzt auch mit Filter, obgleich ich auch neuerdings ohne Filterpfeifen sehr liebe. Ich habe dann auch noch ein Nörding, die ist ohne Filter. Die schmeckt mir auch sehr gut. Und ich habe jetzt noch eine bestellt aus Deutschland von Pfeifenstudio Frank, eine Parker. Ist eine Estate. Nichts Besonderes, nichts Wildes. Ja, die ist aber auch ohne Filter. Von daher, ich denke mal, ich werde mich in Zukunft mehr auf die ohne Filter Pfeifen Kategorie konzentrieren. Denn ich habe das Gefühl, dass wenn ich mit Filter rauche, doch einiges an den Aromen verloren geht. Die Tabake sind insgesamt weicher. Ich finde, das kommt nicht mehr so viel an von den eigentlichen Aromen. Ich benutze die V-Filter. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Filtern noch wieder anders ist. Das sind diese Aktivkohlefilter, die ich nutze. Und ja. Aber ich sag mal so, schmecken tut es mir auch so. So ist es nicht. Also. Ja, herrliches Wetter hier in Norwegen.
Herrlicher Tabak. Leicht süßlich. Halt Virginia. Und ja, so lässt sich hier oben leben, denke ich. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Und alles läuft so, wie ihr euch das ungefähr vorstellt. Und ihr habt einen schönen Sommer in Deutschland und vielleicht fahren ja auch einige von euch noch weg. Ja, ich für meinen Teil hatte mal einen Jahresurlaub. Ich habe eine Woche dieses Jahr gehabt. Denn in Norwegen ist das ein bisschen anders. Dort hat man das erste Jahr quasi nur unbezahlten Urlaub. Denn hier gibt es etwas, das nennt sich Feriepenger, also Feriengeld. Das kriegt man erst. Man bekommt quasi in einem Jahr 12% des Vorjahres Bruttoeinkommens. Und da ich im Vorjahr kaum gearbeitet habe hier, ist es dementsprechend wenig. Und somit habe ich halt nur eine Woche Urlaub genommen, die dann unbezahlt war. Und so konnte ich es einigermaßen kompensieren dann. Nächstes Jahr wird es dann umso besser, denke ich. Merlin. Ja, unser Hund, der buddelt da hinten gerade. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht jetzt im Sommer. Ja, wenn die Pfeife aus Deutschland kommt, denke ich, werde ich nochmal ein Video machen. Dann zeige ich euch die mal, die Parker. Parker soll ja mal eine Zweitmarke, glaube ich, von Dunhill gewesen sein oder sowas, was ich las. Naja, mal schauen, was da so auf mich wartet in dem Paket. Und noch was in eigener Sache, wenn ihr einen Tipp habt für ein vernünftiges Pfeifenfeuerzeug, was jetzt nicht gerade allzu teuer ist, ich denke mal so um die 50, 60 Euro soll das kosten.
Dann kann ich nämlich auch dieses hier, das ist so ein normales, es geht zwar natürlich auch, aber ich denke mal, es wäre schon besser, auf die Dauer mal ein vernünftiges zu bekommen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr da so empfiehlt. Denn ich habe bei eBay schon mal geschaut und da gibt es ja auch viel No-Name und Plastikzeugs, sag ich mal. Und ich habe halt gesehen, dieses Old Boy, glaube ich, ist ziemlich ziemlich nobel. Aber es, glaube ich, gibt es nicht für 60 Euro. Naja, lasst mich wissen. Wenn ihr eine Empfehlung habt oder so, dann haut die ruhig raus. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine unheimlich schöne Sommerzeit. Und wie gesagt, wenn die Parka am Start ist, dann werde ich mich nochmal zeigen. Alles Gute für euch und macht's gut.